Ein wunderschönen guten Tag zu LS22. Ja, Bantico ist da. Und Bantico hat leider nichts mit dem zu tun, was wir im Internet gesehen haben. Also waren das wohl eher Fake-Bilder. Was sehr schade ist, weil die Bilder im Internet waren schon Hammer. Aber gut, Bantico ist da. Für alle Konsolen, PC, hab nicht gesehen, ist klar. Karte ist eigentlich das gleiche wie im 19er und hab nicht gesehen. Könnt schon sehen. Gebäude, Texturen. Wieso ist meine Figur nicht so klein? Ich hab nichts verstellt. Gut, Unterstände Hallen, die sind leer. Ihr habt natürlich hier das Wohnhaus im typischen LPG Ostblockhaus. Kann man ja sehen. Da sind die ganzen Hallen. Weiß nicht, ob was drin ist. Oh, das hakt da wie Sau. Irgendwo läuft hier der Hund. Keine Ahnung. Da ist er. Wir nennen ihn Bruno. So. Sie mal gucken hier. Also. Man muss sagen, Performance der Karte ist mehr als gut. Die Gebäude sind teils individuell. Man muss auch sagen, die PDA, wie ihr seht, recht große Felder. So klein, wie manche sich gewünscht haben. Hoffentlich sind kleine Felder dabei, das ist ein bisschen kompliziert. Klar, das kleine Feld 6, Feld 3 ist okay, Feld 12 ist okay. Alles andere ist für die große Wirtschaft. Und Feld 19. Hat aber, glaube ich, einfach damit zu tun, weil ihr habt hier neben Stelle und LPG und habt nicht gesehen. Aber da gehen wir jetzt erstmal drauf ein. Ja, wir haben hier, da sind die Fahrzeuge, Kibber, MF, ein Hexer. Also ihr habt schon die volle Ausrüstung. Ihr braucht also nicht mehr wirtschaften, um euch die Fahrzeuge erwerben. Ihr habt hier schon die Old-Cousure. Wobei man sagen muss, ich bin auf einfach angefangen. Man kann natürlich auch auf schwer anfangen und sich hocharbeiten. Hakt noch ein bisschen alles. Hier ist Flug, Gruppe, Scheibenecke. Ja, ist echt alles da. Ne? Zwei Saatmaschinen, Einzelkonten. Ne, das sind zweimal Saat. Okay, eine Drill. Dünger, Kalk, den Schäfer, den Großen, den JD und den Klaas. Hinten steht ein MF. Also man hat hier echt schon die Hammer-Ausrüstung. Machen wir auf den Schuppen. Hier haben wir Werkstatt. Ich mach mal die Icons an. Die habe ich ja sonst mal aus. Ja, ist aber nur eine Deko-Werkstatt. Okay, wir gehen mal hier weiter rüber. Ja, Gebäudetexturen und an sich, klar, die Tore sind. Ja, man sieht, ne, haben diese Pixelstriche. Ist jetzt nicht der High-End. Okay, hier können wir überall durchgehen. Hier trifft sich die Gang. Gut für den Multiplayer, ne, aber auch keine Türen. Gab es wohl früher das Geld nicht dafür. Ja, die Hallen mag ich natürlich sehr gerne. Was natürlich geil ist, und das muss man ganz klar sagen, also das fühle ich schon wieder richtig, man hat hier keine Mods zum separat runterladen. Die Datei ist 236.000 paar zerquetsche. Also man muss nichts runterladen, es ist alles drauf. Das ist immer sehr praktisch, finde ich. Ich mag die Hallen, ist echt so. Wobei Fairtex hat ja auch welche rausgebracht. Ja gut, Unterstände, überall ist Deko. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen in der Stadt. Die Bäckerei ist da. Wie ist die eingefasst? Wie sind die Straßen? Ah gut, er hat alte Straßen genommen. Wie ist das eingefasst hier? Ja. Weil die Dekohäuser, klar, die sind sehr einfach strukturiert, aber ich jetzt nicht wirklich schlecht finde. Hier haben wir Muku. Ein separater Stall oder was? Kommen wir da rein? Ne, nur Tierkauf. Ach, das ist Tierkauf. Entschuldigung. Bewegen sich die Kühe? Ne, die sind starr. Die sind verstorben. Ja, dann haben wir hier überall kleine Wege. Wir gehen mal kurz hier rein. Was die Deko, was der Style so sagt, ist sehr klinisch. Wobei diese Gebäude hier hinten und so, das sieht schon hübsch aus. Sieht ein bisschen shishi, aber ist hübsch. So, hier geht das da lang. Wir rennen mal vorne zur Straße, wir rennen gar nicht zur Straße. Doch, hier war der Tierhändler. Da war die Bäckerei. Was ist hier? Das ist nur eine Schupe. Spinnerei. Die spinnen doch. Ja, einfach mal so reingeprügelt hier in die Nachbarschaft. Die Nachbarn freuen sich bei den Lärm. Wobei, kann ich den auch hier kaufen? Eine Halle wäre ja da. Was schon mal gut ist, keine Flugzeuge ernten. Scheiße, hier rumfliegt, ist auch gut. Baustoffhandel, ich schätze mal, hier wird bestimmt Kalk oder irgendwas sein. Ja.
Ja, dann habt ihr sehr große Felder. Was haben wir hier unten Schönes? Das war, glaube ich, das Gebäude. Ja, das fand ich so ein bisschen schade. Hier ist ja Holz, ne? Holztischerei und so. Das ist ja auch alles in Ordnung. Wo ich das Gebäude von vorne gesehen habe, war ich gleich wieder ein bisschen tief, ne? Voll verliebt, ne? Das ist für mich das Gebäude, was ich mir erwünscht habe beim Hof. Geil, wa? Klar, die Texturen ist jetzt nicht high-end, aber es ist abgeranzt dirty. Gefällt mir sehr gut. Also das Gebäude. Oh, Pflastersteine. Da hoffe ich doch mal, dass wir das in den Malereien drin haben, damit wir sowas herstellen können. Schauen wir aber gleich. Was haben wir hier? Nochmal Kalkstation mit Unterstände direkt am Feld. Das ist auch gut. Was ist hier? Zum Verkaufen. Scheune. Kartoffelverkauf und Zuckerrüben. Das ist stimmt dieser Unterstand, oder? Wo bin ich denn? Ich bin mittendrin. Ach so, okay. In Badelshagen oder wie hieß die? Nee, nicht Badelshagen, da gab es auch noch die Karte. Birkenfeld? Ach, keine Ahnung, die hatte auch so eine Scheune. Das ist gut, da kannst du vorne reinfahren, abschütten und hinten wieder raus aus der Olga. Sieht's denn hier aus? Hier sieht dirty. Dirty ist immer gut. Guck mal, der Hof gefällt mir. Schön abgeranzt. Da ist aber Texturen besser wieder. Ach, keine Ahnung. Ja, ist sehr schön bis jetzt. Kann man den kaufen, den Hof? Den hier? Ne, leider nicht. Schade. Also manche Höfe gefallen mir, manche nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir Tankstelle. Das wird schon Shop sein. Verkaufsstelle, Gemüse und Obst. Scheune und Getreidelator. Haben wir hier Multifrucht drauf? Ne, haben wir nicht. Ich dachte schon wegen hier Gemüse, Obst, ne? So viel Gemüse haben wir ja noch nicht, muss man sagen. Im DLC kommen ja die Karotten. Ja, Verkaufsstelle, Bodentexturen, auf Weitsicht okay, auf Dicht unscharf, aber ist nicht so schlimm. Ja, du sitzt im Träger, da interessiert mich sowas nicht. So, manche Ecken hier gefallen mir sehr gut und manche Ecken. Ja, da werden sich natürlich Fans wieder finden, das weiß ich jetzt schon. Für die Karte ist ja auch in Ordnung. Hier haben wir auch Kalk, hier haben wir die BGA. Wir gehen mal kurz ins Baumenü. Triggert er an, er triggert an, er triggert alles an, okay. Können wir kurz im Baumenü bleiben. Hier hinten ist ja das Stromhaus mit dem Wasser, das ist alles schön. Straßen sind Landscaping. Ja, war ich auch am Überlegen, nur noch Landscaping zu machen. Was ist das denn da? Was leuchtet er denn da gelb auf? Da war mal eine Waage oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall nicht mehr. Naja, gut. Riesenfeld hier vorne. Ich weiß nicht, kann man da die Kühe? Wir müssen das gleich mal schauen. Guck mal, hier ist eine LP. Richtig? Kann man gar nicht lesen. Doch, da. LPG, Prano, Michvieh, Gezumpel, Branden. Ja, gut. Die gefällt mir schon wieder gut. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Hier würde ich rumzumpeln drauf. Mistgülle. Da sind Lager. Oh, guck mal hier. Eine Gülle-Lagune. Wenn die funktioniert, wunderbar. Dann haben wir überall noch Schrott und Unterstände, die er aber nicht antriggert. Testmodule, ja. Da müssen wir mal kurz was gucken. 400 etwas. Verkaufen mal ganz willkürlich. Wo ist der Tierkauf? Da. Kann ich den hier auch kaufen? Hier daneben. Wobei das mit der Weide, mit Durchfahrt und so, das finde ich schon sehr cool. Ich will bloß mal gucken, wenn man jetzt hier ein paar kauft. Ne, 60 ist zu viel. Wir kaufen mal 50. Sind die auf der Weide? Emmas bewegt sich da. Ja. Sind die starr oder was? Ey, bewegen sich. Dass die natürlich auf der Weide sind, finde ich schon sehr cool, ne? Schön große Weide. Man kann hier wirtschaften wie doof und dusselig. Ja, ich würde hier eine Fußmatte hinballern, bin ich ganz ehrlich zu euch. Schlaftöcker, Fußmatte und das Gebäude in Beschlag nehmen. Auf Mittel anfangen, das hier kaufen, Fußmatte hinpacken und diesen Hof hier betreiben, bin ich ganz ehrlich. Ist aber auch wieder eine Mammutaufgabe, ist Großfeldarbeiten. Das haben ja einige zu mir gesagt, finden sie nicht mehr so gut. Ostsee ist schon sehr anstrengend alleine. Wobei, das kann man jetzt nicht vergleichen, grafisch finde ich, ne? Also, das sind zwei
So, Texturen, wir schauen mal. Ist ja wichtig für die, die Dirty haben wollen. Was ist das? Dunkler Kies, Schmutzerde, Grayserde, Umrandung ist das. Kies, Teer, bin ich ganz ehrlich, bei den hellen Boden, um ein bisschen Unschärfe rauszukriegen, möchte ich das so dunkel machen. Ah, das war's schon. Okay. Nee, weil wenn du jetzt so das machst, hat der kleine Grastextur. Mal gucken, was das hier ist. Das sind die. Das sind die hohen. Okay, das war's dann auch schon. Ja, viel mit rumbauen ist nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier waren wir. Das ist unscharf, die Textur, wie ihr seht. Boah, sehr unscharf. Also dann bleibt lieber beim Weißen. Ein kleiner Tipp. Kann man das denn nachträglich wieder schön machen oder haben wir es jetzt verkackt? Ach du Jemine, du kannst das gar. Die Textur ist gut. Ja, aber will man das alles so betonmäßig? Also die Betontextur ist gut. Die Erdtextur ist unscharf, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, kann man sehen. Und die Betonplatten. Behaltet die Betonplatten. Die könnt ihr nie wieder ändern. Nur mal so zur Info. Ja, wie gesagt, die LPG finde ich sehr schick. Karte ist dementsprechend. Was haben wir hier oben noch? War der klar im Blick? Molkerei, Verkauf, alles auf einen Haufen geklatscht, oder wie sehe ich das? Jo. Ja, gut, die Datei kann nicht groß sein, weil hier sind noch nicht mal richtige Straßen drin. Ja, gut, aber ich bin ehrlich zu euch: nimmt den Hühnerstall-Trick, macht ein bisschen vielleicht mit Fertigsdesign-Gebäuden rum und habt mich gesehen. Da kann man einiges richten. Die kann man gar nicht verkaufen, ne? Ist doch jetzt meins, oder nicht? Okay, ihr könnt nichts verkaufen. Das heißt, ihr müsst das so spielen, wie es ist. Hinten drin einfach mal eine. Kapiere ich jetzt nicht. Ja, also, so wie es ist, könnt ihr spielen. Hier können wir verkaufen. Hier kann man ein anderes Silo hinsetzen. Die anderen Sachen triggert er nicht an. Ich weiß nicht, ob das auf Konsole vielleicht anders ist, aber hier triggert er nicht an. Gut, bedeutet. Bedeutet, wenn ihr spielt, Bodentexturen würde ich lassen, weil die im Maldings sind unscharf. Karte ist sehr clean, Karte ist sehr performance-stabil. Das liegt daran, weil man die Gebäude nicht verkaufen kann. Das ist ja das, was ich besprochen habe beim Kartenbau, wo ich gesagt habe, ey. Können wir die Gebäude fest integrieren, weil, ne, also man kann sie verkaufen. Also wir wollten das so machen, dass wir sie verkaufen können in der Karte, dass man da selber machen kann, wie man will, aber man muss keine Downloads machen. Und das ist so wie hier. Ja, ich mag das sehr gerne. Diverse Karten, 20 Downloads, schon geht die Performance in den Keller. Die wird auf jeden Fall auf der PlayStation 4 laufen und Xbox, da wird es keine Probleme geben, wegen der festen Datei, wegen der Dateigröße. Karte, wie gesagt, Performance, alles gut. Flugzeuge in so ein Scheiß fliegt hier nicht rum, das ist auch gut. Ja, feste Höfe, festbauen. Für die Hardcore-Fans oder die, die in der Vergangenheit leben, Fortschrittfahrzeuge gibt es ja reichlich bei ModHub. Runterladen, wechseln. Also, ich würde auf Mittel anfangen, mir die LPG schnappen und mit Fortschrittfahrzeugen rumtigern. So, jetzt kommt natürlich die Frage von den Leuten: würdest du die spielen? Also für einmal live und so mit den großen Feldern, ja, aber ich habe das gleiche mit den großen Feldern auch, sehe ich. Es ist schwer zu beantworten. Bin ich ganz ehrlich. Also ich würde hier nichts umbauen, weil es geht ja auch nicht. Ich würde auf Mittel anfangen. Ich würde nur mit Fortschrittfahrzeugen hier rumtigern. Und das war's dann auch schon. Ja? Aber das Video ist so lang, ich will auch gar nicht viel sülzen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Karte. Ich bin, muss man sagen, enttäuscht, weil wir hatten vorher Fotos, die waren brachial sexuell. Das ist nicht die Karte. Weiß nicht, ob die andere Karte noch kommt. Ich hoffe es, aber die ist es nicht. Aber für die alteingesessenen Fans, die werden sagen, ja, Bandico ist alles. Ja, ist okay. Ich selber muss da mal gucken, ob man da nicht irgendwie dann doch in Zukunft nochmal das Thema MVP-Aufbau einer Karte macht. Aber ihr wisst ja, das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern. Aber wenn es soweit ist, dann kann man sowas mal in Anschlag nehmen. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und wir sehen uns später. Ich bin raus, bin euer Paddy. Ciao, ciao.